Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu einem kleinen Informationsvideo an diesem wunderschönen Sonntag. Nämlich, es geht um die Gamescom 2015. Die kommende Woche startet, nämlich am 6.8. fängt die Gamescom für uns alle an. Und hoffe, ihr seid natürlich auch am Start. Wir sind nämlich auch am Start. Niki und ich sind auch dort. Die ganze Woche fängt vom Mittwoch an. Bis zum Sonntag sind wir da und dafür gibt es für euch ein kleines Formationsvideo, wo wir uns treffen können, wo wir einen Platz aussuchen, wo ihr hinkommen könnt und mit uns quatschen könnt, was weiß ich, was aufnehmen könnt, was ihr wollt. Und ja, wo das sein wird, verrate euch jetzt, nämlich wir treffen uns am Piazza-Platz. Den kennt ihr wahrscheinlich alle, die schon mal auf der Gamescom waren. Der ist, wenn er vom Südeingang reinkommt, läuft dann den Platz vorbei. Ist ein Platz, wo dann auch Zelte stehen und auch euch hinhocken könnt und so. Ein cooler Platz, ein offener Platz draußen. Da könnt ihr uns antreffen. Von 12:30 bis 13:30 sind wir da. Wir hoffen, dass wir pünktlich immer um 12:30 da sind, je nachdem, wenn wir schon noch in der Schlange stehen von dem Spiel. Hoffen wir, dass wir dann um 12:30 wirklich da sind. Falls nicht, ein bisschen Verspätung kann mal passieren, aber kein Thema. Bis 12:30 sind wir auf jeden Fall dann an diesem Platz zu sehen und anzutreffen. Ich hoffe, ihr seid dann auch am Start. Und ja, wir hoffen auch, dass jede Menge Leute kommen, auch andere YouTuber. Ich möchte gern auch, warum zockst du Videos denn aufnehmen mit anderen YouTubern. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne mitmachen. Kennt ihr das Spiel mit dem aufnehmen und ihr beantwortet die Frage. Von daher seid hoffentlich dabei. Ich habe auch natürlich vom letzten Jahr noch das T-Shirt, wo ich letztes Jahr mir auch machen lassen habe. Zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Da habe ich auch noch das T-Shirt und das werde ich auch wieder anhaben oder mein Pullover, je nachdem wie das Wetter dort mitspielt. Letztes Jahr war es ja nicht so schön, hat ja geregnet, da konnte ich den Pulli auf jeden Fall anziehen, das war eine Jacke eher gesagt. Von daher mal gucken, wie das Wetter auch wieder mitspielt. Und wie gesagt, ich möchte auch gerne viele Warum zockst du Videos aufnehmen. Und da seid ihr auch gefragt, dass ihr mitmachen könnt. Einfach vorbeikommen, uns treffen, ihr könnt da mitmachen, mit uns quatschen, alles sehen. Und jeden Tag werden wir euch da treffen, außer, denke ich mal, der Mittwoch, da es ja der Pressetag ist und da eher weniger Leute da sind. Werden wir mal schauen. Auf jeden Fall Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag könnt ihr uns da antreffen von 12:30 bis 13:30. Ich hoffe, ihr kommt. Wenn ihr nicht wisst, wo es ist, die Zeichnung habe ich euch eingeblendet, wo der Piazza-Platz findet und kommt einfach dorthin. Und natürlich auch an einem Samstag, am 8. August, gehen wir auf Last Man Standing am Abend und ich hoffe, wir treffen auch da ein paar Leute an. Ich weiß nicht, wer dorthin geht, schreibt einfach mal in die Kommentare, wer einfach auf die Gamescom kommt und wer zum Last Man Standing am Abend kommt, fängt ja ab 20 Uhr an, 18.30 Uhr ist Einlass. Ich weiß nicht, wer dort auch hingeht, ist auch in der Halle 1, auf jeden Fall echt cool. Wird sehr interessant, also von daher schauen wir mal, wer kommt. Und ich möchte gerne mal wirklich von euch wissen, wer kommt auf die Gamescom. Schreibt es mir in die Kommentare, welcher Tag und welcher Tag ihr wahrscheinlich zu uns kommen werdet, würdet oder tun. Schreibt es einfach mal unten rein, würdet uns sehr freuen. Und ja, für die Woche, wo die Gamescom ist, gibt es dann auch jede Menge Vlogs. Ich probiere wirklich jeden Tag einen Vlog aufzunehmen. Kommt auf die Internetleitung von unserem Apartment. Wir sind in einem Apartment drinnen. Versprochen ist natürlich eine Glasfaserleitung, wo eigentlich sehr schnell ist. Und da dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Es wird unsere schnellste Leitung sein der letzten zwei Jahre, wo wir auf der Gamescom waren. Letztes Jahr ging es ja von der Leitung, vorletztes Jahr war es ja grauenhaft. Und da mal schauen, dass es diesmal besser ist. Vielleicht kriegen wir den Vlog am gleichen Tag hochgeladen, sonst am nächsten Tag ist kein Thema. Von den Let's Plays her wird es dann ein bisschen zurückgeschraubt. Da gibt es ja nur ein Video pro Tag und ein Vlog. Also da haben wir zwei Videos am Tag. Nicht nur zwei Let's Plays, sondern nur ein Let's Play und ein Vlog. Das müsst ihr euch dann antun. Und ja, ich habe auch dann meine Kameras dabei. Einmal die Kamera von Sony und einmal meine Mini-Tigra-Kamera, wo ich dann dabei habe, meine Vlog-Kamera, die ich mir jetzt gerade aufnehme. Habe ich auch am Start, also jede Menge Akku und Speicherplatz für euch. Ich möchte jedes Zeug aufnehmen, auch von jedem Spiel, wenn es sich ergibt. Auch ein bisschen so ein Review machen, wollte ich letztes Jahr auch schon machen, aber kam ich nicht dazu. Also wo jedes Spiel, was wir besuchen, auch sagen, wie es war, ob es cool war, ob schlecht war, was man was schlecht ist oder so, oder was halt, ob man es kaufen sollte oder nicht, werde ich wahrscheinlich auch tun. Mal gucken, wie es ist, was wir alles besuchen. Es gibt ja viele Sachen, die ich gerne anzocken möchte, wie The Division gibt es dennoch. Black Ops 3, schauen wir mal, ist ja Call of Duty ist ja leider immer so eine Sache, gerade
Star Wars Battlefront gibt's. Also da gibt's schon einige Sachen. Until Dawn will ich noch reingehen, das kommt ja auch bald raus. Horizon ist auch geil für die PS4. Und ja, und auch Morpheus will ich antesten. Vielleicht habe ich hier Glück und Gehirn, das Geschwindspiel, damit ich Morpheus testen kann. 15 Minuten, mal schauen, weil das will ich auf jeden Fall rein. Und noch viele weitere Spiele wollen wir dann angucken. Auch die Rocketbühne wollen wir besuchen, wo die ganzen anderen YouTuber da sind. Also von daher haben wir jede Menge vor. Und ab Dienstag geht's für uns los auf die Gamescom nach Köln. Fahren wir Richtung Köln, chillen am Abend rein ins Apartment, packen alles aus, gehen noch einkaufen für die Gamescom und am Mittwoch geht's für uns los auf den Pressetag. Wenn ihr da schon seid, könnt ihr uns auch schreiben. Sonst ab Donnerstag um 13:30 bis 14:30 auf dem Piazzaplatz. Ich hoffe, ihr kommt dann zahlreich und ja, mal gucken, was alles kommt. Würde uns freuen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns auf der Gamescom und dann am Mittwoch oder am Dienstag, je nachdem, beim ersten Vlog zur Gamescom Vorbereitung und je nachdem erfahrt alles, was da passiert. Dann würde ich mal sagen, lasst einen Daumen da, einen Kommentar, wenn ihr da seid, wann ihr kommt und wir sehen uns auf der Gamescom. Bis dahin, ciao!